weiß ich nicht, also auf so einem Haufen so viele Bekloppte, einer, der hat sich gerade für den Köter gehalten, der ist ja hergegangen, so Geräusche gemacht, wo du denkst, Alter, Knöpfchen runter und weg. Ja, hier in Motel ist auch viel los. Die Bewohner von dem über uns, da ist so, da sehe ich jetzt auch schon eine vierköpfige Familie. Das wird eine unruhige Nacht, als würden die Bude auseinandernehmen. Und wir wollten erst unten pennen, ja, Oropax rein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ich weiß nicht, es wird alles irgendwie komischer. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Ich habe ja auch kein gutes Gefühl. Also ich schlafe nachts hier auch nicht gut. Mein Sicherheitsgefühl ist, glaube ich, aus Norwegen noch. Ne? Ihr wisst, was ist. Was ich meine, ist ein bisschen geschädigt. Macht's gut, bis morgen. Nächster Teil. Der Stadt Eureka. Die Nacht war einigermaßen in Ordnung, kann ich berichten. Die Betten viel zu weich. Das ist so wie Matratze frisst Menschen. Du legst dich rein und bam. Das ist relativ frisch. Ich würde es mal so um, weiß ich nicht, 12, 13 Grad, denke ich, schätzen. Wir haben jetzt 5.17 Uhr. Thomas war schon wieder eher wach als ich. Ja, ich wollte euch hier irgendwie eine tolle Aufnahme machen, aber so richtig tolle Aufnahmen gibt es hier nicht. Ist das Model 6 Logo? Ja. Was kann ich euch berichten? Heute ist eine relativ kurze Etappe. Wir fahren Richtung Gold Beach in Oregon. Also wir verlassen erstmalig in diesem Trip Kalifornien. Und haben auf dem Weg dahin eigentlich erstmal nur so, ich sag mal, zwei Spots. Ja. Spot 1 ist ein Nationalpark, ich glaube, irgendwas mit Del Norte National Park, Redwood Del Norte, irgendwas. Das war ja vor 5 Jahren so ein Zufallsfund, wo diese riesigen Redwood-Küstenmammutbäume standen. Und gestern haben wir ja schon wieder so einen Vorgeschmack auf diese Bäume bekommen, was Thomas und mir wieder sehr gut gefallen hat. Deswegen ist da jetzt unser Plan, auch wieder durchzufahren.
Wildlife war da, glaube ich, auch. Die Wapitis haben wir zuletzt gesehen, wie gestern halt auch schon. Wir hoffen natürlich dann wieder auf so eine Stimmung zwischen Nebel und Sonne. So, dann gibt es einen Spot, den kriege ich nicht ganz hin, irgendwas mit Natural Bridges. Das war so eine Bucht mit Felsen am Wasser. Ja, und dann sind wir auch schon bald in Gold Beach. Da haben wir heute kein Motel 6, sondern ein anderes Motel. Und ich sag mal, hier oben in Oregon an der Küste, 150, 160. Drunter könnt ihr mal vergessen, was ungefähr das Geld angeht. Also ich sag mal, die Tage, wo man für unter Dollar an der Küste bei den USA übernachten konnte. Und das wird nichts Tolles heute sein. Aber ist egal, wir werden sehen. So, einziges Problem, wir können es ab 16 Uhr einchecken. Und heute werden wir mal aus Versehen, glaube ich, eher da. Es sei denn, auf dem Weg dahin finden wir wieder Dinge, die uns aufhalten. Aber heute mal einen Tag ein bisschen mehr zu chillen, wäre jetzt nicht schlecht. Die Datensicherung, die hat mir gestern relativ viel Zeit gekostet. Und zum Glück gab es hier dann nichts zu fotografieren. Ich habe natürlich wieder meinen Anti-Mücken-Fred vergessen in San Francisco, in dem kleinen Scheißpark, wo es auch wieder scheiße Nebel war, haben die mich ordentlich an der Beinchen zerstochen, obwohl ich zwei erlegt habe. Oh, ich könnte mich kaputt kratzen. Oh, furchtbar. Morgen soll es dann weitergehen von Gold Beach nach Brandon Beach. Das wäre auch wieder eine kurze Etappe, weil wir da relativ viele Spots haben. Ja. Was soll ich euch sagen? Die zweite Stelle, wo der Einsaal mal wieder gesperrt ist, laut Google Maps. Angeblich erst seit gestern. Wenn dem so ist, da geht unser Plan mit, wir haben viel vor und können viel machen, weil wir viel Zeit haben, nicht auf, weil wir, um von hier nach da zu kommen, nicht so fahren können, sondern so. Aber das gehört erst in den morgigen Tag rein, falls, ne, ihr wisst es ja, es inhaltlich genug zu berichten gibt, dass es pro Tag eine Folge gibt von dieser Mammutstaffel. So, jetzt will ich mal Thomas wach machen. Oder war Thomas wach? Ne, die hat ihre Serie geguckt. Yes. Sag mal, bis gleich auf dem Weg. Mal sehen, welche Abenteuer uns heute erwarten. Das Foto, Freunde, meine ich übrigens mit weichen Betten. Hier legst du dich hin. Ja, guck mal hier. Was du hier für eine Coole machst, dass hier auch die Luft nach oben kommt. Nee. Da könnte man ja so Burt Reynolds-mäßig liegen, ne? Ach nee, warte, der lag so. Wir haben einige Zuschriften gekriegt, Fotofreunde, wie wir uns denn da ernähren in den USA. Das kann ich euch sagen. Abends haben wir bisher, ja, nicht immer Junkfood, aber wir probieren hier die verschiedenen Burgerläden aus. Für den Weg und jetzt morgens haben wir immer so ein bisschen was dabei. Hier sind ja noch mal Pistazien-Muffins, die aus, ich glaube, aus in Pismo haben wir die geholt, in diesem einen Hotel, in einem Supermarkt, ne? Ja. So, und dann versuchen wir mal ein bisschen Brot zu kriegen. Das sind jetzt eher so Brötchen. Und das ist, glaube ich, jetzt ein Donut. Das ist jetzt alles nicht unfasslich geil. Aber ich sag mal, so ein Laib Brot, das ist dann meistens eher so wie bei uns Toastbrot. Das ist uns zu viel. Also wir wissen nicht, in welcher Zeit wir es aufkriegen und wir transportieren das ja auch immer im Auto, dann wird es warm, dann wird es kalt und der Vorteil an diesen, ich nenne sie mal Brötchen, die sind schon vorgeschnitten, naja fast. Wir hatten natürlich, weil wir wieder schlau geplant haben, nichts zum Schneiden mitgehabt, außer ich hatte glücklicherweise so ein Taschenmesser. Foto Stranz hat mir das übrigens vermacht. An dieser Stelle, falls du das siehst, Dankeschön dafür, das ist jetzt in den USA. Thomas hat bisher immer tapfer die Brote geschmiert, aber ich bin heute ein bisschen eher fertig hier mit zusammenpacken. Deswegen ist die Ehre der Wegzehrung zu bereiten an mir. Ja, und dann kaufen wir mal so ein bisschen. Wir sind ja jetzt Freunde vom 99 Cent Shop, weil so, wir müssen halt auch mal ein bisschen auf die Markt gucken. Einfach ein paar Käsescheibchen. Ich mag ja auch immer gerne ein bisschen Wurst. Hier ist Mortadella. Thomas ist Mortadella-Frau. Salami war alle, ne? Also, wir haben neu gekauft, aber meine von gestern, die war alle, habe ich richtig verstanden, ja. Ne? Aber ich würde sagen, wir verbrauchen die erstmal auf, oder? Ja. So,
So, Butter ist das nächste Problem. Würden wir jetzt Butter kaufen? Thomas braucht keine Butter. Ich habe ganz gerne so eine salzige Butter auf meinem Brot, auf meinem Brötchen. Da haben wir überlegt, wie können wir diesen Winkelmanöver machen, ohne dass, also die Butter, die schmilzt und wird dann wahrscheinlich ranzig. Ja, jetzt haben wir uns hier mal so eine Art Cocktailsoße gemacht. Wenn man die in Maßen drauf macht, dann geht das. Das ist so eine Mischung vom Geschmack. Tja, ich würde sagen, zwischen Ketchup mit einer Senfnote. So empfinde ich das. Die Kunst dabei ist, nicht so viel drauf zu machen. Thomas hat es die letzten Tage sehr gut gemeint und dann mussten wir feststellen, dass es war schon sehr intensiv vom Flavor. Richtig? Nein, es war intensiv. Ach, hast du für mich nur mehr drauf getan? Ich konnte das schlecht portionieren. Ich weiß nicht, wie ich es portionieren kann, aber ich zeige euch gleich mal, wie unser Frühstück von unterwegs aussieht. Thank you.
ein bekannter YouTuber, der hat mal behauptet, die Davidson Road auf dem Weg nach Crescent City, da kann man Elk sehen. Also ich glaube, Elk ist im Englischen Hirsch und im Speziellen die Wapiti-Hirsche. So, und da sieht man auch schon ein Dangerschild, Wild Elk, do not approach on foot, weil das sind halt Wildtiere. Ja, was soll ich euch sagen? Ich gucke jetzt immer schon das hohe Gras, ob ich irgendwas sehe. Thomas sagte gerade noch, wieso sollten die denn jetzt ausgerechnet hier sein? Da habe ich gesagt, weil sie es möchten. Aber hier sieht man deutliche Spuren. Also hier ist in der Jägersprache ein Wechsel, heißt das, glaube ich. Ne? Mal gucken auf der anderen Seite. Fotografisch wäre das ganz geil. Die Sonne kommt jetzt gerade so über die Berge. Ja, hier eindeutig auch hier. Hier sieht man einen ausgetretenen Pfad. Und eigentlich sind wir noch relativ früh, aber vielleicht sind die weitergezogen. Mal gucken, Elche ist Moose, da muss man aufpassen im Englischen, was ich euch berichten kann. Schauen wir mal. Wild Elk. So sehen sie aus. Genau, Elk are wild animals. If humans get too close or provoke these creatures, a peaceful scene can into a dangerous situation. Elk behavior und so weiter. Aber das wissen wir. Ja, ihr wisst, wie es ist mit Wildlife. Wildlife muss nicht passieren, obwohl gefühlt wir eigentlich jetzt gerade alles richtig machen. Es ist früh morgens. Und Wildlife ist ja oftmals morgens und abends aktiv. Tja, ich gehe jetzt hier nochmal rum in der Hoffnung, Wild Elk zu sehen. Nix, gar nichts ist hier. Ja. So, Fotofreunde, hark. Jetzt kriege ich wieder nasse Füße. Aber ihr wollt ja Action sehen, ne? Schaffen wir das mit dem Auto hier durch? Das ist ein Allrad. Puh. We will see. Thomas hat mir fast einen Herzinfarkt beschert. Da! So, und da bedeutet, ja, da ist jetzt ein Tier. Ein Elch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da seht ihr das. Oh, mein Herz. Das ist übrigens Wildlife for Newbies. Man muss sich nicht bewegen, man bleibt sicher im Auto sitzen, damit auch nichts passiert. Und der Elch, der schaut einfach nur. Yippie! Thomas, ja. Bist du zufrieden? Ja, sehr. Ein Wildlife-Erfolg. Oh, hello. So, Thomas hat hier gerade schon einen Wildlife-Erfolg aus dem Auto gehabt. Ich jetzt noch nicht. So, und jetzt schauen wir mal. Coastal Trail Gold Bluffs Beach Selection. Ne, Section. You are here. Wir sollen ein paar Meter gehen in den Canyon. Hat der Herr Hummel gesagt.
Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Der Ferncanyon, 0,1 Meile, keine Hunde. Oh, man muss hier aufpassen. Hier, ne? Programm, meine Fresse. Ein Bild, was jeder versteht. Aufpassen, wenn Jungtiere, dann gehen die Müttertiere uns Menschen an. Bin gespannt, was dieser Hike jetzt mit sich bringt. Thomas ist natürlich schon wieder vorgelaufen, frech. Und ich hätte mich wieder eincremen sollen mit Mückenpräparat, welches ich auf einmal gar nicht besitze, weil ich es wieder nicht mitgenommen habe. So ähnlich wie meine Handschuhgeschichte, wenn es kalt ist. Ne? Und hier, ne, Touristentrageweise von dem Genital. Aber ich weiß auch nicht, mit dem Rucksack, egal. Wir unterwegs im Ferncanyon. Ich werde gerade wieder überall zerbissen und zerstochen und was nicht alles. Selber schuld, ne? Wie sag ich es jetzt? Bisher kickt mich das fotografisch jetzt noch nicht so. Ich glaube, wenn man ein Wandervogel ist, dann findet man das geiler. Ja. Der Bach geht hier durch und dann sind es immer diese Holzmopeds, wo wir jetzt hier so drüber gehen können, ja, um uns durchzuarbeiten. Naja, vielleicht sehe ich gleich noch ein Killermotiv. Das Einzige, was ich sehen kann oder sagen kann, ist, dass ich mit dem 1430er jetzt natürlich ein bisschen weiter vorne bin als mit dem 2470. Aber ich glaube schon, dass der Anwendungsfall ein schmalerer ist. Das ist so, oh, eine Wand aus Farn. Das gefällt mir ganz gut. Vielleicht muss ich mein Urteil über diesen Canyon noch revidieren. Möglicherweise. Weiter hier im Canyon. Guckt euch mal diese Biester an Bäumen an, an umgefallenen Redwoods an. Das ist so der Hammer. Also ja, ich glaube, wenn ich mich so ein Anti-Wandersmann wäre, würde mir das ganz gut gefallen. Schaut mal nach da oben. Ja, dieser Canyon. Ja, ja, komm. Komm, kann man machen. So, Navigation ist jetzt gar nicht so einfach, weil natürlich, wie schon zuvor berichtet, haben wir keine Daten und somit auch leider keine Karten darstellen. Angeblich 3 Meilen bis zum Parkingslot, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also wir sind jetzt im Canyon unten, ja, ich sag mal in die eine Richtung gegangen und jetzt gehen wir oberhalb vom Canyon zurück in die andere, also quasi wieder zurück. Und hier gehen schon ein paar Treppen runter. Gucken, wo Thomas kommt. Thomas kommt da hinten. Nicht, dass ich Thomas verliere, ne? Das wäre nicht auszudenken. Ja, mein persönlicher Wildlife-Plan, die Wapitis zu fotografieren, ist noch nicht aufgegangen. Aber kann ja noch kommen. Thomas hat schon einen Drive-By-Shoot.
gehabt, gerade an der Straße. Die liegende, ich sag mal, eine Hirschkuh war es. Aber das waren wir, nee. Mein Motivange hat er nicht angeschlagen, ihr wisst, wie es ist. Angeblich auch, ich sehe das Wasser, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, mal sehen. Angeblich soll man hier in den Dünen auch was bitte sehen können. Ich sitze auf die Wiese, wo wir ja vor 2 Stunden oder so reingefahren sind. Mal gucken. Ne, wir haben ja immer Glück, so mit solchen Sachen wie Wetter, mit Wildlife, Guarantee und so weiter. Was gibt's denn hier? Guter Thomas hat vorher nicht gesehen hat. Bären, Berglöwen, ja, und natürlich die Wapitis. Ne? Ja, das wäre natürlich ein 6er Lotto, da jetzt auf den Bären zu treffen. Wir reichen jetzt gleich schon die Wapitis auf der Wiese. We will see if we are lucky. Wirklich weit gekommen. Vielleicht sehen wir hier in dem, ja, ich will nicht sagen Dünengras, noch mal ein paar Wapitis. Aber Thomas, was hast du gerade für einen Vogel gesehen und wo saß er? Was? Hirsch. Wo? Da, geradeaus. Der guckt uns an. Da. Aber erzähl noch mal kurz vom Vogel. Oh nein, nicht abhauen. Erzähl, was für ein Vogel hast du gesehen? Der Hirsch ist gleich auch noch da. Genau, ich habe vorhin den Vogel gesehen. Was für ein Vogel? Wo saß der? Da saß du auf dem Ding, ne? Genau, das ist so ein Bommel. Und da hast du dich gefreut, ne? Ein Vogel mit Bommel haben wir zu Hause nicht, hast du gesagt, ne? So, die Fotos, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Wapiti-Hirsch, ein junger Bock war das, beim Grasen. Fotos sind jetzt so, ja, weiß ich nicht, Stufe 1, ne? Aber was mich jetzt ein bisschen stutzig stimmt, die Motiverkennung von der Z8 mit meinem 402-8er, wo man jetzt ja sagen kann, das ist so nahrungskettenmäßig sicherlich weit oben bei Nikon, hat kein Motiv erkannt. Egal, ob er zu mir geguckt hat, ob er weggeguckt hat, ich kann mir das nicht erklären, weil der Kopf war eindeutig zu sehen. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen? Gut, der Körper war jetzt halb hoch im Gras. Ob das jetzt vielleicht nochmal ein Grund war, ich weiß es nicht. Oh, Seeadler. Pelikan. Scheiße. Aber wir möchten den Vogel mit dem Bömmel. Ja. Thomas, können wir den lensen? Also, hast du den Vogel schon mal gesehen? Ich möchte wissen, wie der heißt. Nee, der heißt ja bestimmt nicht Vogel mit dem Bömmel auf dem Kopf. Ich hätte gedacht, hier wimmelt es jetzt so von den Wapitis? Nee, aber Thomas ist, da muss ich, also ich möchte Thomas an dieser Stelle loben. Thomas hat auch ganz oft Getier gesehen und da, wie gerade. Und das haben wir auch noch lustigerweise live auf Cam gehabt, was doppelt witzig war. Ja, wir gehen jetzt mal bis zu der Anhöhe da oben. Ja, und dann kann ich mir den Sand, ach, der Sand ist aber auch interessant, schaut mal. Das ist kein gelber Sand, so wie wir es kennen, der ist gräulich. Wie heißt denn? Taupe ist die Farbe, ne? Taub. Guck mal, Thomas sieht man fast gar nicht mit ihrem Oberteil. Die wusste, dass der Sandstrand hier so ähnlich ist. Pelikanten im Nebel fliegen da vorne. Ich dachte, ich hatte die Hoffnung, dass es ein Seeadler wäre. Ist es nicht. Habe ich eigentlich schon erwähnt, wie ich es hasse, im tiefen Sand zu latschen. Es ist anstrengend und du hast nachher wieder die halbe Welt mit im Hotelzimmer. Thank you.
Wir hatten ja versprochen, an der Elk Viewing Area nochmal zu gucken. Jetzt, 2 Stunden später. Siehst du was, Thomas? Nee. Wir waren jetzt schon erfreut, weil hier so viele Fahrzeuge stehen. Ich halte die Kamera mal höher, weil eigentlich sieht man ganz gut die Köpfchen immer aus dem Gras rausragen. Aber, nee. Schade. Ist ja meistens so, dass die Wildlife-Spots, die so deklariert sind. Aber ich weiß, auf der Strecke, da gibt es noch was. Bin ich mir ziemlich sicher. Als ich mal gefragt werde, warst du in Crescent City? Ja, kann ich das sagen. War geil. So sieht das hier aus. Also, wie immer, am Nebel, Qualm, Rauch und jetzt natürlich noch Gegenlicht. Deswegen ist das sehr, sehr diffus. Aber ne, falls ich mal gefragt habe, warst du in Crescent City? Kann ich sagen, ja, so sah das da aus. Wie läuft's? Wie gefällt dir der Spot? Gut. Zeig Fotos. Was hast du gesehen? Beschreib den Zuschauern mal dein Motiv. Muss ich das? Was? Muss ich das beschreiben? Nee, musst du nicht, nur kurz. Ich glaube, Blumen als Vordergrund und den Rest als Hintergrund. Ne? Genau, ich habe sonst auch den Baum als... Als Rahmen. Als Rahmen und dann... Sehr gut. Ja, so ein Crescent City. Haben wir der Stadt Unrecht getan. Ja, also was ich jetzt gerade schon gesagt habe, Fotofreunde, ich glaube, ich habe der Stadt Unrecht getan. Also das war jetzt so ein Beifang, ne? Hier die See mit den Felsen, hier ist jetzt auch nicht so viel los. Das Einzige, was mich stört, ich weiß nicht, ob man es hören kann, ich denke die ganze Zeit, ich werde angerufen oder rufe irgendwo an, hier ist immer wie so ein Dauertupen. Dip, bip. Und das ist komisch. Als hätte ich aus Versehen einen Taschenanruf gemacht. Ja, da habt ihr es gehört. Macht mich kirre. Und es muss gebrannt haben, da vorne war gerade die Feuerwehr. So, jetzt muss ich noch mal was überprüfen.